Liebe Zuschauer, heute haben wir eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Der Kontrast zwischen beiden könnte schärfer wohl nicht sein. Die gute Nachricht ist, dass es unseren Kollegen von LaRouche-Pack, allen Nörglern und Pragmatikern zum Trotz, nach 2 Wochen intensivster Lobbyarbeit gelungen ist, ihr erstes Ziel zu erreichen. Der US-Kongress geht nicht in die geplante Sommerpause, sondern bleibt vorerst in Sitzung. Damit ist wichtige Zeit gewonnen, in der die Notmaßnahmen zur Lösung der globalen Finanz- und anderen existenziellen Krisen umgesetzt werden müssen. Die schlechte Nachricht ist, dass nach dem Rücktritt Kofi Annans als Friedensgesandter in Syrien die Eskalation des Konfliktes dort fast unausweichlich scheint. Die Konsequenz wäre ein globaler Krieg, wie ihn sich außer ein paar üblen Oligarchen niemand wünschen kann. Krieg oder Frieden? Chaos oder Aufbau? In welche Richtung es schließlich gehen wird, entscheiden nicht zuletzt auch Sie, wenn Sie Mut und Verstand zusammennehmen und handeln. Mein Name ist Carsten Werner und hier ist die Welt ohne Filter. In der Geschichte kommen die wichtigsten Änderungen oft unerwartet und von außen. So geschehen auch in den letzten Wochen, allem voran die dramatische Kehrtwende des Top-Bankers Sandy Weill und Teilen des britischen Establishments hin zur Forderung des Glass-Steagall-Trendbankensystems. Dies und die soeben verschobene Sommerpause des US-Kongresses hat ein riesiges Momentum erzeugt, das auch Deutschland erreicht hat. Laut eigenen Aussagen entschied sich der Kongress zu bleiben, weil verschiedene Themen keinen Aufschub zulassen. Die katastrophalen Dürren in den USA und die deswegen nötigen Hilfsgelder, die der Kongress verabschieden müsste. Die akute Kriegsgefahr im Nahen Osten, die katastrophale Lage am Arbeitsmarkt und natürlich die Frage einer wirklichen Reform des Finanzsystems. Ein gutes Beispiel für die gestiegene Ernsthaftigkeit der Politiker, aber auch den Einfluss von LaRouche-Pack, war ein Interview des amerikanischen Landwirtschaftsministers Tom Vilsack im National Public Radio, in dem er den Kongress wegen der Dürre aufforderte, zu handeln und dann sagte, offen gesagt, das beste Schild, was ich gestern im Regierungsviertel gesehen habe, war Sommerschule für den Kongress. Keine Sommerpause. Wissen Sie, früher gab es keinen Sommerurlaub, bis man seine Arbeit erledigt hatte. Das Banner, von dem Vilsack sprach, war das Banner der LaRouche-Pack-Aktivisten. Es war in den letzten Tagen im Regierungsviertel fast allgegenwärtig. Die Dringlichkeit der Lage gilt für Europa mindestens genauso und für den Deutschen Bundestag ganz besonders, der schleunigst aus der Sommerpause zurückkommen sollte. Zwar häufen sich auch hier die Stimmen für ein Trennbankensystem, zuletzt von Politikern und Medien aus Schweden und Österreich, aber solange es nur bei Lippenbekenntnissen bleibt, tickt die Zeitbombe gnadenlos weiter. Die wahrscheinlich dramatischste Beschreibung der Lage kam vom ehemaligen Chefökonomen des IWF, Simon Johnson. In einer Anhörung in einem Unterausschuss des US-Senats für europäische Fragen am 1. August erklärte er mehrfach, dass der Euro in seiner gegenwärtigen Form nicht überleben werde. Alle Behauptungen von Finanzminister Timothy Geithner über die vermeintlich geringen Effekte der Euro-Krise auf amerikanische Banken seien null und nichtig, denn niemand kenne die Auswirkungen auf den Derivatemarkt. Johnson erklärte den Ausschussmitgliedern, die Europäische Zentralbank könne gar nicht so viel Geld zur Verfügung stellen, um alle und jeden zu retten. Je mehr Liquidität, desto weniger Kreditwürdigkeit. Die Phrase, so viel wie nötig zu tun, werde deshalb nicht funktionieren. Man bewege sich stattdessen jetzt in die gefährlichste Phase des Euro, in der Auflösungsrisiken vorherrschten. Johnson fragte, wie jemand ein Geschäft abschließen könne, wenn er nicht wisse, ob es den Euro in einem Jahr überhaupt noch gibt. Die Wahrscheinlichkeit für den Ausstieg Griechenlands aus dem Euro sieht Johnson bei 90%, und zwar noch vor Ende des Jahres. Apropos Austritt aus dem Euro. Auf tagesschau.de findet sich seit einigen Tagen eine Ausgabe der Euroschau, in der gefordert wird, Deutschland müsse über einen Euro-Austritt nachdenken. Auch darin wird die Politik der EZB bezweifelt und als das Platzieren einer Notenpresse auf dem Börsenparkett bezeichnet, an der sich jeder bedienen könnte. Was nun folgt, liest sich wie aus einem Flugblatt der Büsow. Man könne einer Notenbank nicht trauen, die nur das Wohl der Märkte, aber nicht der Bevölkerung im Auge hätte. Die Folgen des Gelddruckens würden fatal sein und im schlimmsten Fall zu einer Währungsreform und damit zu einer Enteignung der Bevölkerung führen. Es sei an der Zeit, darüber nachzudenken, ob Deutschland aus der Eurozone austreten soll. Und, schlussendlich,
Die Überlebenschancen der Eurozone sind ohnehin gering. Denn welche Währungsunion kann langfristig existieren, wenn sie nur am Tropf einer heiß laufenden Notenpresse hängt? Und was Timothy Geithner angeht, dieser wurde soeben zum Rücktritt aufgefordert. Und zwar von niemand Geringerem als dem ehemaligen Verwalter des ersten amerikanischen Bankenrettungspakets TARP, Neil Barofsky. Barofsky sagte im Interview mit PBS Frontline, Geithner sei der Leiter des Finanzstabilitätsaufsichtsrates, der absolut nichts getan hätte, um die Macht der großen Banken einzudämmen. Es hätte keinen Versuch gegeben, sie aufzuspalten. Geithner führte 2010 die Offensive gegen einen überparteilichen Vorstoß im Senat an, der die Banken getrennt und ihre Macht begrenzt hätte. An jedem entscheidenden Punkt stand er auf der Seite der Banken, statt die Hausbesitzer oder Mittelklasse zu vertreten. Deswegen müsse er seinen Posten verlassen. Barofsky betonte auch, das Dodd-Frank-Gesetz habe alles nur noch verschlimmert, wie man an den Fällen JP Morgan Chase, HSBC und dem Libor-Skandal sehen könne. Auf die Frage, was jetzt zu tun ist, sagte Barofsky, das ist sehr einfach. Man muss die Annahme im Markt beseitigen, dass es Banken gibt, die zu groß sind, um pleite gehen zu können. Das bedeutet, dass es für sie keine anderen Regeln mehr gibt. Die Banken könnten durch die Anwendung von Glass-Steagall getrennt werden. Bingo. Und wie dringend es ist, dass wir die transatlantische Welt wieder als positiven Faktor bei der Entwicklung der Welt etablieren, zeigt die akute Kriegsgefahr im Nahen Osten. Der UNO-Sondergesandte für Syrien, Kofi Annan, kündigte am Donnerstag an, seinen Posten abgeben zu wollen. Damit entsteht ein gefährliches Vakuum, das die Kriegstreiber für eine Eskalation des Konfliktes nutzen können und nutzen werden. Großbritannien kündigte über seinen Außenminister Hague bereits an, die Hilfe für die sogenannten Rebellen zu verstärken. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, US-Präsident Barack Obama habe nach Informationen aus Regierungskreisen eine geheime Anordnung unterschrieben, die die CIA und andere US-Geheimdienste zur Unterstützung syrischer Rebellen ermächtigt. Die Direktive sehe vor, dass die USA dazu mit einer geheimen Kommandozentrale zusammenarbeiten, die von der Türkei und Verbündeten betrieben werde. Die Türkei, Saudi-Arabien und Katar hätten im südtürkischen Adana nahe der syrischen Grenze einen geheimen Stützpunkt für die Gegner Assads aufgebaut. Von dort würden die Rebellen heimlich mit Militär- und Kommunikationsausrüstung versorgt. Unabhängig von der geheimen Anordnung des US-Präsidenten gab die amerikanische Regierung bekannt, insgesamt 25 Millionen Dollar für syrische Oppositionelle bereitzustellen. 10 Millionen mehr als zunächst geplant. Die Summe sei für nicht tödliche Unterstützung, wie etwa Kommunikationstechnik, vorgesehen. Zusammengenommen mit der erneuten Drohung der israelischen Regierung, Iran notfalls auch allein anzugreifen, ergibt sich ein tödlicher Cocktail. Die Menschheit wird nur eine Zukunft haben, wenn wir den Schierlingsbecher an das britische Empire zurückgeben und uns die geraubte Souveränität über unsere Entscheidungen zurückholen. Der Anfang ist gemacht, wenn wir den Sklavensatz, man kann ja eh nichts machen, aus unseren Gedanken verbannen und einfach Hand anlegen. Trennbankensystem, neue D-Mark und, das Allerwichtigste, ein Zukunfts- und Aufbauprogramm für die Welt, auf das wir und unsere Kinder stolz sein können. Machen Sie mit!